Willkommen zurück zu einem neuen Video. Sehr schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute mal wieder mit meinem, ich sag mal, alten Mikrofon. Ich habe vorhin gesehen, als ich mit dem Video anfangen wollte, dass meine Funkstrecke ja kein Akku mehr hat. Das sah nicht mehr allzu gut aus. Deswegen habe ich kurzerhand das Mikro wieder aufgestellt. Ich weiß gerade gar nicht von jetzt, ob man das im Bild erkennt oder nicht. Da reichen meine Augen gar nicht bis so weit zur Kamera hinter. Ist auch egal. Heute spreche ich mit dir über einen Duft in zwei verschiedenen Variationen, wenn ich so möchte. Es geht um den Duft Chanel Antaeus. Ein, ja, ich würde schon sagen, sehr bekannter Duft aus dem Jahre 1981. Ich habe hier netterweise zwei Abfüllungen zugeschickt bekommen. Einmal eine aktuelle Version und einmal eine Vintage-Version. Man erkennt es schon relativ deutlich hier an den, ja, an der unterschiedlichen Flüssigkeitsfarbe. Es war nicht, leider nicht auszumachen, aus welchem Jahr genau die Vintage-Version kommt, aber die Unterschiede im Duft sind dann doch schon sehr, sehr bemerkenswert. Und deswegen würde ich sagen, ja, verlieren wir keine Zeit und starten einfach mal fröhlich und frisch in das Video rein. Wir haben mit dem Antaeus einen Duft, der auf jeden Fall sehr, sehr männlich, sehr maskulin ist und wirkt. Wenn du ihn aufträgst, ich spreche jetzt einmal von der aktuellen Version, dann bekommst du einen, ich sag mal, relativ frisch würzigen Duft, der versucht, gewisse animalische Anklänge irgendwo ins Feld zu führen, aber sich doch sehr stark zurückhält und diese ein, zwei Noten, die dann irgendwo mit durchschießen wollen, die werden dann an allen möglichen Ecken und Kanten wieder aufgehalten. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr bemerkenswert. Zu Anfang, wie gesagt, relativ frisch noch. Wir haben Bergamot, wir haben Zitrone, wir haben Myrrhe, wir haben, ich muss mal überlegen, Myrrhe, wir haben ein bisschen Rose dabei. Und die Sachen, die hier meiner Meinung nach den Ausschlag bringen, wir haben zum einen Bibergeil dabei und zum anderen haben wir Eichenmoos dabei. Beides findest du so in aktuellen Düften nicht mehr vor, so auch hier im Antaeus. Und für jeden, der sich fragt, was ist eigentlich Bibergeil, ich habe hier eine ganz nette Umschreibung einmal rausgesucht, die würde ich dir hier einmal vorlesen, das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Es handelt sich hierbei um eine bräunlich-klebrige Substanz, die Biber aus ihrem Hinterteil zwischen After- und äußeren Geschlechtsorganen absondern, mein Gott, die Nase macht mich fertig, absondern, um ihr Territorium zu markieren. Jetzt weißt du Bescheid, was wir hier von Bibergeil haben. Und das treffen wir so natürlich auch in Kombination mit echtem Eichenmoos nicht mehr an in der aktuellen Formulierung. Und halten für verrückt, aber genau das merkt man. Wie ich schon sagte, die aktuelle Version, frisch würzig, bekommt dann einen gewissen grünen Touch in die ganze Geschichte mit rein, versucht immer mal hier und da eine gewisse Männlichkeit, eine gewisse maskuline und auch eine animalische Note aufzubauen, die schimmert ganz leicht durch, aber wird an allen Ecken und Kanten abgefangen, schafft es nie ganz durch, sich durchzusetzen und irgendwo versagt dann der Duft für mich, zumindest da ich die Vintage-Version kenne, irgendwo in der Belanglosigkeit und wird irgendwie weder Fisch noch Fleisch noch sonst irgendwie aufregend. Wenn ich die Vintage-Version, keine Angst, auch über die spreche ich gleich, wenn ich die nicht kennen würde, fände ich diesen Duft wahrscheinlich ganz gut. Aber da ich die Vintage-Version kenne, ist das, ich sag's mir ehrlich, ist das einfach ein ganz schlechter Witz, was hier geboten wird. Das hätte man auch anders lösen können. Die Vintage-Version hingegen startet ebenso wie die aktuelle Version etwas frisch, aber tatsächlich nur etwas frisch. Kommt von Anfang an schon deutlich würzig, aromatischer daher und du merkst gleich diese animalischen Anklänge, diese tiefen und auch irgendwo leicht dreckig wirkenden Aspekte. Die spielen schon zumindest eine kleine Rolle bereits zu Anfang und umso länger du diesen Duft trägst, umso mehr kommt dieses animalisch, dreckige, eckige, kantige, sich an keinerlei Konvention orientierende Dufterlebnis zum Vorschein, spielt sich immer mehr in den Vordergrund und wenn man hier und da auf Parfumo beispielsweise diese Statements liest, wo dann drinne steht, sehr animalisch und sehr herausfordernd und alles drum und dran und andere Leute können das hier und da an manchen Stellen nicht nachvollziehen,
dann ist hiermit die Erklärung einmal ja vorgetragen. Dann hat irgendjemand anscheinend eine ältere bzw. Vintage-Version gerochen und beschrieben, und jemand, der darunter kommentiert, das nicht nachvollziehen kann, hat eben dann die aktuelle gehabt, denn die unterscheiden sich diametral in ihrem Dufteindruck. Das könnten wirklich zwei verschiedene Düfte sein. Wir merken, die Grund-DNA, die Grundidee ist ähnlich, aber das war es dann auch schon. Diese Vintage-Version, die hat so viel mehr Power, die hat so viel mehr Charakter, die hat Ecken, Kanten, Eigenarten, stößt durchaus an, kann durchaus nicht gefallen, weil wir hier noch, ja, meiner Meinung nach tatsächlich echtes Biebergeil drin haben. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, das einfach mal außen vor, wie man dazu steht. Aber der Dufteindruck ist ein ganz, ganz anderer und ist für mich ganz, ganz toll. Dazu noch diese Rosennote, die meiner Meinung nach auch in der Vintage-Version ein bisschen besser zum Vorschein kommt. Alles in allem ein Duft, ein richtiger Männerduft, ein maskuliner Männerduft mit richtiger Haltbarkeit, mit ganz toller Projektion, mit Aussagestärke, der dem es einfach scheißegal ist, wie er rüberkommt, das muss man einfach so sagen. Finde ich persönlich richtig, richtig gut gemacht. Dagegen wirkt die aktuelle Version meiner Meinung nach wie ein schlechter Witz. Sie würde besser wegkommen, die aktuelle Version, wenn ich diese ältere Version nicht kennen würde, habe ich auch schon gesagt, aber das ist tatsächlich, ja, schwer zu vergleichen. Das heißt für mich, am Endeffekt, der Antaeus, den man heute bekommt, ist sicherlich ein guter Duft, den der Mann jeden Tag tragen kann, mit dem man nicht aneckt. Das ist, ach, ja, ich sag's einfach, es spiegelt unsere heutige Gesellschaft einfach richtig gut wider. Nur nicht irgendwo anecken, nur nicht irgendwo zu viel sagen, nur nicht sich ein bisschen zu weit raustrauen. Ich schwimme gut mit, es gefällt einfach jedem. Ich versuche, ein Statement zu setzen, aber innerhalb des erlaubten Korridors und bloß nicht darüber hinaus, aber darin habe ich ein ganz, ganz breites Spektrum. Das ist der Antaeus von heute und die Vintage-Version sagt: Ciao, ich bin dann mal einmal querfeldein, ist mir völlig Wurst, was du davon hältst. Krasses Teil, wenn du die Gelegenheit hast, eine Vintage-Version zu bekommen als Vollflakon und das jetzt nicht unbedingt in deiner unmittelbaren Zahlungsunfähigkeit enden würde, dann hol ihn dir, probier das gerne mal aus. Absolut genial, also das ist noch ein Duft mit richtig Schneid, mit richtig Ausdrucksstärke. Finde ich persönlich ganz, ganz toll. Das soll jetzt auch reichen, das ist meine Meinung dazu. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, hab noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, mach's gut und ciao, ciao.